Ross Woodyear, liebe Natural Born Brothers. Der geneigte Zuschauer wird erkannt haben, das sollte russisch sein und guten Tag bedeuten. Jeder von uns kennt Beef Stroganoff oder Boeuf Stroganoff. Und heute gibt es eine Abwandlung von Auguste Escoffier, Filet Romanoff. Und das bereite ich euch heute zu. Was ist und auch wer Escoffier ist und wie das entstanden ist, das erzähle ich euch heute. Die Texte habe ich unter anderem entnommen aus der Zeitung Fleischwirtschaft vom Sonntag, dem 27. September 2015. Und ein bisschen was habe ich auch noch gewusst. In der Küchenliteratur, aber auch in der allgemeinen Wahrnehmung werden gewisse Speisen gerne mit einem bestimmten Kulturraum verbunden. Pizza und Pasta nehmen unangefochten den ersten Platz bei den italienischen Nationalspeisen ein. Als russischer Beitrag zur Weltküche gelten unter anderem Kaviar oder Filetspitzen Stroganoff oder Tatar. Der Rindfleischklassiker Boeuf Stroganoff begegnet einem mittlerweile auf vielen internationalen Speisekarten, aber auch Rezepte für die häusliche Küche finden sich heutzutage in jedem Kochbuch. Zumal das Gericht gut vorzubereiten ist. Bei hoher Hitze angebratene Filetspitzen, die mit gedünsteten Zwiebeln versehen, sowie mit Senf und Tomatenpaste abgeschmeckt, in einer Rahmsoße serviert werden. Es sind diverse Abwandlungen dieser Rezeptur veröffentlicht worden, in der Gewürzgurken und oder sortierte Champignons der Soße zugesetzt werden. Diese an sich einfachen Zubereitungsanleitungen gelingen allerdings nur dann, wenn die dünn geschnittenen Fleischscheiben portionsweise wirklich kurz und scharf angebraten werden, da das Fleisch ansonsten sofort zäh würde, wenn man es nach dem Braten zu lange in der Soße vor sich hinkochen ließe. Auf Spurensuche. Wann und von wem genau das Rezept kreiert wurde, lässt sich heute nicht mehr genau feststellen. Die älteste bekannte schriftliche Erwähnung eines Filets Stroganoff erfolgt durch Jelena Molochowetz in ihrem 1861 erschienenen russischen Kochbuch Geschenke für junge Hausfrauen. Nach ihrer Vorgabe sollte das in kleine Würfel geschnittene und mit Salz und Pfeffer eingeriebene Rindfleisch zunächst 2 Stunden lang ziehen. Ursprung in der französischen Küche. Als wahrscheinlich gilt, dass das Rezept unter Einfluss der französischen Küche entstanden ist, in der Fleisch üblicherweise in kleine Stücke geschnitten und angebraten wurde. Denn in Russland ist es eher typisch, dass man große Bratenstücke hatte, weil man eben auch das zentrale Herz einer russischen Küche ist der Küchenherd. Und die sind in Russland in der Regel relativ groß, damit man eben auch große Gesellschaften mit diesem Herd eben auch versorgen kann. Bereits 1891 stellte der in St. Petersburg tätige Küchenchef Charles Brière sein Boeuf Stroganoff bei einem Kochwettbewerb in Paris. Auch im Jahr 1903 erschienen Standardwerk La Guide Culinaire des französischen Meisterkochs Auguste Escoffier ist das Gericht genannt worden. Also in dieser Zeit haben sehr, sehr viele französische Meisterköche in St. Petersburg gearbeitet. Es war damals die Hauptstadt letzten Endes von Russland, wo da war der Zar in der Regel zu Hause. Und die reichen Russen und der Adel, die konnten sich natürlich leisten, die besten Köche der Welt einzufliegen. Und insofern in dieser Zeit stand die russische Küche der französischen im Nichts nach, weil Leute, die es richtig drauf hatten am Herd, die arbeiteten fast alle in St. Petersburg. So, wer war denn Escoffier? Escoffier ist quasi der Begründer der modernen und hervorragenden Gourmet-Küche. Ja, und er war dafür bekannt, dass er eben Spezialitäten anderer Länder variierte und damit die französische Haute Cuisine maßgeblich beeinflusste. In der Folge wurde das Rindfleischgericht zu einem Klassiker der internationalen gehobenen Gastronomie und erlangte Weltruhm. 1884 wurde Escoffier von César Ritz, also jeder hat schon mal vielleicht diese Ritz-Hotels gehört oder das Lied gehört, Put Me on the Ritz. Ja, der hat ihn 1894 in Monte Carlo als Küchenchef verpflichtet. Und das war der Anfang einer längeren, fruchtbaren Zusammenarbeit mit César Ritz. Escoffier begann die traditionelle Küche neu zu durchdenken und strukturierte sie sowohl räumlich als auch in Bezug auf die Arbeitsorganisation rigoros um. Daraus ging schließlich das Postensystem in der Gastronomie hervor, was bis zum heutigen Tag eben vorherrscht. 1890 übernahm Escoffier die Direktion der Küchen des durch seine anspruchsvollen Einrichtungen und die Internationalität der Gäste weltberühmten Savoy-Hotels in London.
Von 1990 bis 97 diente Auguste Escoffier dort den Großen dieser Welt und kreierte einige seiner weltberühmten Gerichte: Seezungenfilet, Coquelin, Hummer à la Américaine, Geflügel à la Derby, Birne Helene und für die Sängerin Nelly Melba den Eisbecher Pfirsich Melba. Nach Streitigkeiten mit den Eigentümern des Savoy Hotels verließ Escoffier mit einem Großteil seiner Küchenbrigade das Savoy mit fliegenden Fahnen. Er heuerte dann sofort wieder bei César Ritz ein. Der hatte nämlich in Paris am Place de Vendôme, da wo die Prinzessin Diana zum Beispiel ihr letztes Mal genossen hat mit ihrem Dodi Al-Fayed, ja, weil das der Familie Al-Fayed gehört, dort ist er Küchenchef sofort genommen und hat die Direktion übernommen. Und der Erfolg des Ritz war überwältigend, weil er eben wirklich der Küchenmaßstab der damaligen Zeit einfach war und die Maßstäbe dort gesetzt hat. 1899 kehrte Escoffier dann zurück nach London, um weitere Küchen im Ritz-Carlton und im Ritz London zu organisieren und zu leiten. Bis 1920 arbeitete Escoffier in diesem Arrangement zwischen London und Paris, und in diesem Zeitraum, und das ist jetzt auch interessant geschichtlich, arbeitete ein junger Vietnamese, der sich später Ho Chi Minh nannte, also derjenige, der eben Vietnam massiv umgebaut hat, will ich es mal so sagen, als Küchenhilfe unter seiner Leitung im Carlton Hotel. Escoffier gilt als Schöpfer der Grand Cuisine und als Gestalter großer Küchenorganisationen. Jetzt natürlich, das ist ja, heißt ja in dem Fall nicht Stroganov, Stroganov war eine Adelsfamilie, sondern Romanov. Wer waren denn eigentlich die Romanovs? Die Romanovs sind ebenfalls ein altes russisches Adelsgeschlecht und nach den Rurikiden die zweite Dynastie, aus der die russischen Zaren hervorgingen. Und der Zar Nikolaus II. Aus dem Herrengeschlecht der Romanow-Holstein-Gottorp war der letzte Kaiser des Russischen Reiches. Sein Titel offiziell lautete Kaiser und Selbstherrscher von ganz Russland, und er regierte vom 1. November 1894 bis zu seiner Abdankung am 15. März 1917 infolge der Februarrevolution. Und in Reminiszenz an den Kaiserhof entstand diese Rezeptadaption, die wir euch jetzt zubereiten. Liebe Natural Born Grillers, der Professor Taste ist heute an einem ganz besonderen Ort, irgendwo in Deutschland. Ich darf nämlich in der tollen Außenküche von Klaus Grillt heute kochen. Und was es da gibt, das erzähle ich euch jetzt sofort. Ich habe ja zum Gericht einleitenderweise schon ein paar Minuten euch was besprochen. Das habt ihr ja vielleicht auch schon gesehen. So, und jetzt geht es an die Zubereitung von unserem Filettopf Romanov. Und das Schöne ist, den kannst du ganz, ganz super easy auch in einem Dutch-Ofen unter, wenn du in der Outdoor-Küche machen. Also überhaupt kein Hexenwerk. Du brauchst einfach nur ein paar Pilze, ein bisschen Zwiebeln. Ich habe jetzt noch ein paar Gürkchen genommen für die Säurenote, und dann ist das eine schöne, schnelle Nummer. So. So, ihr seht, ich stehe jetzt hier, und jetzt gebe ich die Pilze erstmal ohne Fett in die trockene Pfanne, damit die nicht erstmal Flüssigkeit verlieren, weil wir wollen ja knusprige Pilze haben und nicht irgendwie Pilzmatsch erzeugen. Wenn du Lust hast, hilf mir beim Auflegen. Ja. Wunderbar. Also, der Klaus hilft mir beim Auflegen, weil das sind so viele Medaillons. Und damit wir ungefähr die gleiche Garzeit haben, schneiden wir auch aus. Das ist absolut im Rahmen meiner Möglichkeit, würde ich sagen. So, dann haben wir das drauf. Und weil das Fleisch hinterher noch so ein bisschen in der Soße ziehen soll, wird das jetzt auch nur ein paar Sekunden angegrillt. Das darf innen drin noch schön knackig rot sein, ja, weil, wie gesagt, es in der Pfanne noch, in der Soße gleich noch nachgezogen wird. So, wenn du Lust hast, jetzt in Salz, Pfeffer. Oder hast du das irgendwie schon vorher nicht gemacht? Ah, super. So, was nehmen wir da? Von Klaus den Grillpfeffer, den haben wir eben schon. Ich teaser mal so ein bisschen. Rein zufällig, oder? Das der jetzt hier ist, der hat es ja gedacht. Unglaublich. Ich könnte meinen, du hättest was damit zu tun. Geduftet, ey. Ja, riecht sofort schon besser, ne? Also Leute, alles. Das ist ein bisschen was von Kreuzberg, 1. Januar, ne? Genau. Erst einmal. Ja, Sachen. So, dann. Können wir schon langsam umdrehen. Also dieser Grill hat so viel Power, da brauchst du auch nicht großartig einölen. Ja, das funktioniert.
so, einfach da was geht schon von Burning Man. Der sieht wohl aus, als ob ein guter Versuch wird am Ende des Tages, oder? Ja, ich hoffe sehr, ich möchte mich ja hier nicht blamieren bei dir, aber ich denke, wir sind auch, bis jetzt haben wir vieles richtig gemacht. Ich denke auch, dass ich glaube, das könnte was werden. Ja. Wenn ich mir die Zutaten so angucke in der Kombination, also das Risiko ist überschaubar. Ja, das freut mich, dass du das auch so siehst. Also für diese kleinen Medaillons ist diese tolle Zange fast etwas über den Senior. Ist sie. Aber wie gesagt, der Klaus hat hier ein schönes Schild hängen, ne? Alles unter 5 cm ist glaube ich Aufschnitt, oder was steht da drauf? Ne, alles unter 500 Gramm. Okay. Okay. Steht tatsächlich da, ja. So, also deswegen, so, der Mann ist große Portionen gewöhnt. Mit diesen Sachen hier, das... Eine nette Vorspeise. Ja, genau. Sagen wir mal, wie das ist. Genau. Können wir fast 9,5 Wochen mitdrehen oder so. Ja. So, ich denke, du kannst den Grill schon ausdrehen, weil der hat genug Luftschub gerade. Das reicht locker. So, und ihr seht, die Pilze werden schon weniger und es brennt nichts an. Das hat mich daran zu tun, so ein Pilz hat deutlich über 90% Wasseranteile. Und guck mal, ich zeige euch das Ganze schon mal in die Kamera. Der ist ohne Fett. Sieht richtig gut, ja, super aus. Ne? Ja. Also auch hier. Macht das erstmal ohne Fett, weil wenn wir jetzt zu viel Flüssigkeit drin haben, dann werden die matschig, letschig, was sagt man bei euch? Lätschern, matschig, so. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja gerne was Ästhetisches haben. Und deswegen erstmal ohne. Und irgendwann hören die auch so Quietschgeräusche zu machen. Vielleicht fängt die Kamera das ein, diese Quietschgeräusche. Und erst dann kommt Öl dazu. Und dann geht es munter weiter. Seht ihr, alles verdampft von der Flüssigkeit. Jetzt kommen die Zwiebeln dazu. Und keine Angst, nicht, dass ihr denkt, dass ich weiterhin im Low-Fat-Bereich arbeite. Nein. Jetzt wäre wahrscheinlich den Ruf zu verlieren. Genau, ja, das wäre wirklich ein Skandal. Und jetzt kommt noch ein Hauch Öl dran. Aber es kommt ja auch noch gleich ein Hauch. Mit ungefähr 1,3 Liter Soße. Der nächste kommt gleich noch drauf. Also wir kommen schon noch auf unsere Teller. Sehr schön. Bei Bernays hattest du nicht übrigens. Bitte? Bei Bernays hattest du nicht. Ja, geil. Ist halt für mich, das ist so für mich diese Soße, damit schmeckt alles. Da, ja, kannst du eine Tischplatte mit bestreichen. Ja. Oder ein Stück Sellerie oder ein Stück Fleisch. Stimmt allerdings. Also da waren Schuhe drin. So schlimm wie es klingt, aber das schmeckt mit allem. So schmeckt mit allem. Das stimmt. Ja. Oder eine Pizza. Oder Pizza, genau. Boah, und da das ist aber schon für fortgeschritten, ne? Richtig schön ist, wenn du so einen Rotverlies oder Hollandlies hast, in diesem kleinen quadratischen Päckchen. Ja. Dann musst du dir die von der Capri-Sonne, den Friedensstrohhalm, musst du dir schnappen. Ja, geil. Oh, nee. Das ist aber dann sehr männlich. Das ist aber der nächste Level, ja. Also, jetzt kommt hier auch wieder ein bisschen was von dem tollen Steakpfeffer von Klaus drüber. Und siehe da, der Geschmack wird sofort gehoben. Und das ist wieder irgendwo wieder was. Klaus, ich habe eben gesehen, du hast noch diesen schönen Strohrum mit dabei. Ich habe hier natürlich auch noch Cognac zum Flambieren. Willst du das Flambieren heute machen? Ja, einer muss ja. Mal ordentlich einzünden. Genau. Machen wir hier mit elektronischem Feuer? Nee. Also immer ein bisschen Stroh rumrühren. Das hat funktioniert. Und dann ein bisschen Cognac für den Geschmack. Den haben wir da. Und dann geht es in die richtige Richtung. Perfekt. Mehr Flamme brauchen wir nicht. So. Dann. Ich habe natürlich original Spreewälder genommen, also wirklich was Regionales. Also ich würde ja sagen, jedes Essen ist regional, irgendwo. Total. Absolut richtig, ja, das stimmt. Das
So, dann den guten Bautzener Senf. Da kommt auch noch ein schöner Klecks dran. Und auch der ist regional in Bautzen? Genau. wie weit ist Bautzen von hier ungefähr so entfernt? 100, 200 Kilometer? Oder so? 200 Kilometer so in der Größenordnung. Okay. Also, schöner Klecks Senf dran. So, und jetzt hat mir der Klaus gesagt, dass er auch einen großen Faible hat für Soße Bernays. Und dann hat mir der Klaus, wenn er Lust hat, kann mir jetzt helfen, wagen gemeinsam Soße zu bereiten. Bitte schön. Und jetzt quetschen wir wieder einfach mal. Aus der Packung? Aus der Packung heraus. Hier ist ein Messer von mir. Ja, guck mal rum. So. So. Da hatte Professor Tays komplett recht. Es gibt ein paar Dinge, mit denen man noch den ersten versaut gekriegt hat. Das ist zum einen Bacon, zum anderen ist der Käse und zum dritten hier, du hast gesagt, Bernays, das ist natürlich eine Hollandaise. Ja. Die unterscheiden sich beide durch? Nur durch den Estragon. Und der Estragon wäre vielleicht zu viel grün. Wir haben ja schon als grünes die Gurke, also deswegen. Und zu gesund soll das ja heute auch nicht werden. Ich wäre sehr froh, dass jemand den Unterschied kennt. Vielleicht kann Geld tut man nicht. Ah. Vermutlich hast du recht. Kein bisschen nicht golden. Markus? Warum macht das so komische scheußliche Geräusche? Ah. Ja, wahrscheinlich, weil da so eine fiese Schweinerei ist, muss ich auch beim ausgepressten Schwein schon Geräusche. Ja. Genau. Ah, wenn es heiß ist, kommt da dann kommt das Fleisch dazu, ne? Genau, das lassen wir jetzt einmal aufballen. Ja, du musst aufpassen, dass sie nicht stirbt, ne? Nicht, dass sie ausblockt. Also das Gute ist ja, wenn du jetzt hier diese Kolbe nimmst, mit einer selbstgemachten Soße, Benny, jetzt kannst du das nicht machen, weil die bei... Wir probieren mal eben. Ganz schön. Also eine normale oder beziehungsweise selbst hergestellte Soße, Benny, oder Hollandaise, ja? Also wenn man Kalorien nicht vermeiden kann, dann sollte man dem auch Folge leisten. Ja, wichtig, man darf Kalorien nicht verstecken. Genau. Auch das tun wir nicht. Wir arbeiten hier. Magst du ein bisschen umrühren? Dann, ja. Danke dir herzlich. Darf ich dir erstmal lieber gehen, Markus? Dankeschön. Weil dann fange ich nämlich jetzt an und komme mit dem Fleisch rüber. Ja, komm, schmeiß mit. So. Das ist ja natürlich noch einigermaßen roh, also genau. Machst du mal unten drunter aus, weil die Pfanne hat jetzt schon einen Luftschub, nicht dass uns das hier unten anbrennt. Das ist das Power, achso, das da, okay. Genau. Ja. So, jetzt ist er aus. Lass mal auf den Grill zu entziehen, oder? So hier? Ja, oder einfach jetzt, die Pfanne hat so viel Restenergie, ein bisschen noch umrühren, dann wirklich können wir 2-3 Minuten essen. Das Problem ist, wir haben eine relativ große Oberfläche und da, weißt du, und wenn wir die jetzt offen stehen lassen, dann ist es relativ kalt draußen, dann habe ich jetzt Angst, dass wir entweder A, eine Haut kriegen oder B, dass es einfach oben kalt und unten warm ist. Dann, du kennst deinen Grill am besten, dann machen wir das so, wie du das sagst. Ich verstecke so Sachen immer ganz gerne im Grill. Dann, das ist doch gut, dann verstecken wir das da auch gleich drin. Ich hatte zum Anfang ganz kurz Angst, dass die Pfanne viel zu groß ist. Aber das hat sich jetzt ergeben. Da ich wusste, was auf mich zukam, dachte ich sofort, ja, wird knapp mit der Pfanne. Also wir sehen hier schon direkt eine Portion für eine Person vor uns. Da macht er einfach, wenn er 12 Leute hat, 12 so eine Pfanne, so lässt sich die ganz einfach hochrechnen. Auf jeden Fall. Nicht, dass die Gabel jetzt umbiegt. ja, es ist doch mal ein Anblick. Mega, oder? Gefällt mir sehr, sehr gut. Riecht hervorragend. Ist aber sau schwer. Ist doch nur für eine Person. Alter, das wiegt eine Tonne. Also, du merkst jede Kalorie, die da drin ist. Oh. Gut, dass wir sie nicht gezählt haben. Ich auch nicht. Marc, hast du meine Herzmedikamente irgendwo schon liegen? Und das Telefon auch schon wieder. Telefon, ja, irgendwie, ja. Also, ich fang mal an. Du, einfach ich rein. Ich fang mit Pilz an. Und wie gesund. Na gut. Ich war kurz davor, die Soße abzustellen. Ich nehme auch, dann mache ich das genauso wie du. Also, Gurke und Pilz. Oh, nein, bitte. Also dann, zum Wohl. Auf dich. Furchtbar.
Jetzt mit ein Stück Fleisch die Sache nochmal. Das ist säuerlich, gefällt mir sehr, sehr gut. Mit Creme dazu von dem. Wir hätten. Ich krieg auch schon Schweißausbrüche nach dem ersten Bissen. Also es ist jetzt wirklich. Du bist wirklich gerade. Ich bin kein Arzt, ich bin dann eher im Bereich Wirtschaftswissenschaften zu Hause, aber das ist schon. Ich kann mich auf dich verlassen. Okay. Aber man kann es essen. Ja, super lecker. Also tatsächlich so eine. Also ein Schweinefilet ist ja per se nicht schlecht. Und ein bisschen Pilze, auch schön. Aber muss sagen, so eine. So eine Holo Bolo hier, die macht einfach gesehen schöner. Mehr Spaß. Ich würde gerne sagen, dass es viel mehr und viel feinere Küche bedarf. Aber nee. So, ja, leider. Die einfach, Wahrheit. Einfach eine richtig tolle Sache, das hatte ich euch ja auch versprochen. Ihr habt gesehen, das Gericht ist überhaupt keine Hexerei. Das kannst du sogar unterwegs in einem Dutch-Ofen machen, alles in einem Topf. Ja. Mhm. Und das nächste ist, Sauce Bernays schmeckt so gut wie jeder. Wir haben eben gesagt, damit kannst du eine Resopal-Tischplatte bestreichen und die Tischplatte schmeckt. Also mit Sauce Bernays schmeckt alles besser, haben wir uns drauf geeinigt. Ja. So, Schweinefilet und Pilze macht auch fast jeder. Und deswegen, das ist so ein Evergreen, wenn du Besuch kriegst, ja, mach das Essen, die sind alle glücklich, vielleicht noch ein paar Kroketten aus dem Backofen dabei und jeder sagt, ein geiles Sonntagsessen, deswegen... Hat eine Nebenwirkung, Schuldgefühle. Ja, man merkt quasi, wie man die Soße direkt hier sanft aufschlagen kann. Ja, die kannst du direkt so, immer in so einem Ansparfen. Genau. Also es ist wirklich Schuldgefühle, das ist lecker, ja. Aber... Danach so, man fühlt sich schmutzig. Absolut. Und es lässt eindeutig Raum für Digestiv und Schnäpse danach. Auf jeden Fall. Muss man nehmen. Verlangt zwingend danach. Absolut. Sonst hat man eine harte Nacht. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich immer ganz, ganz herzlich bei meinem Gastgeber. Immer wieder gerne, große Freude. Vielen, vielen Dank. Komme ich gerne drauf zurück, wenn ich ihn nochmal besuchen darf. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich nochmal bei Klaus und sage, liebe Natural Born Grillers, bis die Tage. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Euer Professor Taste. Macht's gut. Ja, also ich darf, guck mal, wer hier ist. Also zum Beispiel der Rolf von Westmünsterland, den erkenne ich und so weiter und so fort. Also jeder, der die Erze Griller, also das heißt, jeder, der hier gegrillt hat, darf sich auf diesem Balken verewigen. Muss sogar, sagt der Klaus. Deswegen bin ich natürlich auch stolz, dass ich mich in diesen Reigen einreihen darf. Und da stehe ich jetzt, liebe Natural Born Grillers. Genau. Und wenn für jeden, der frech ist, habe ich einen Schwingschleifer und ziehe ihn dann wieder runter, um Platz für neue.